Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Und zwar werden wir zusammen so ein bisschen Kubifaktorium spielen. Und wir schauen uns das mal an zusammen. Ich weiß noch nicht so recht, wie das alles laufen wird. Es ist so ein Aufbauspiel, wo du ein bisschen auch Sachen automatisieren musst und was weiß ich was alles. Und ja, wir gucken uns das einfach mal an. So, willkommen zur Early Access Version von Kubifaktorium. Hier einige allgemeine Tipps für die aktuelle Version. Die Grasland- und Wüstenbiome sind gut spielbar. Alles, was darüber hinausgeht, Automatisierung, Förderbänder und so weiter, befindet sich in einem frühen Stadium. Um mehr zu erfahren, werf einen Blick auf die Roadmap. Wenn du die Kampagne spielst, speichere am besten jedes Mal, wenn du zur Weltkarte zurückkehrst. Wenn du auf einen Fehler stößt, melde ihn bitte auf Deutsch oder Englisch mit dem In-Game-Reporting-Tool-Button oben rechts. Der beste Ort, um über das Spiel zu plaudern, ist der offizielle englische Discord-Server. Danke fürs Spielen. Ich hoffe, dir gefällt das Spiel. Ja. Dann gucken wir mal. Ich würde dann einfach mal sagen, wir spielen erstmal das Tutorial und sehen uns das mal an. Ich weiß noch nicht so recht, ob daraus ein wirkliches LP wird oder ich das einfach nur so als Let's Test spiele. Gucken wir mal. Okay. Das sind ja doch einige Tutorials. Wir spielen die einfach mal zur Sicherheit. So, eine einfache Kolonie. Dieses Tutorial zeigt dir die Grundlagen von Produktions- und Kolonistenmanagement. Dann, let's go! So viele Basisressourcen dieser Insel sind reich an Holz und Stein, hat aber keine Mineralerze. Tipp, du kannst ein existierendes Gebäude klonen, indem du die Alt-Taste hältst und auf das Gebäude klickst. Drücke eine Taste, um loszulegen. Dann machen wir das mal. Mhm. So, Hilfesystem. Bewege die Maus über eine Aufgabe, um mehr Infos angezeigt zu bekommen. Okay. Kann ich auch pausieren? Ah, Space ist pausieren. Sehr klar. Okay. Mhm. Klicke auf diese Aufgabe. Okay. Das Schiff, mit dem deine Kolonisten die Meere überqueren. Okay. Und nun? Klicke zum Entladen. Klone Gebäudebau, Klon von dem Gebäude, Produktionsübersicht mit der Kamera verfolgen. Hier. Ich habe geklickt. Und jetzt? Entladen die das jetzt? Oder muss ich alles einzeln anklicken? Ich probier's mal hier alles einzeln anzuklicken. Ah! Ah! So, jetzt kommen die also. Und jetzt entladen die den ganzen... Ah, ja, 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 okay. So, bewege die Kamera mit WASD, Pfeilpasten, bla bla bla. Notiere die Kamera mit QE oder Bild auf und ab, bla 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 bla. Okay. Dann haben wir das gemacht. Entlade dein Schiff. Das kriegen wir ja schnell hin. Okay. Also es sieht ganz putzig aus, so Minecraft-Block-Stil, ja. Gucken wir uns das mal näher an, ob das was wird. Achso, kurzer Disclaimer, das habe ich wieder voll vergessen. Ich habe den Key von den Entwicklern zur Verfügung gestellt bekommen. Dennoch, ihr dürftet das, glaube ich, schon bei den verschiedenen anderen Spielen, wo ich das gesagt habe, gesehen haben, dass ich da trotzdem mit Kritik nicht sparen werde. Sprich, meine Meinung ist nicht käuflich. Soweit kommt's noch. Jawohl. So, expandiere dein Gebiet. Baue ein zweites Lagerfeuer, um dein Territorium zu erweitern. Okay, Jobzuweisend Bau. Jetzt müssen wir natürlich nur rauskriegen, wie es geht. Wahrscheinlich hier unten. Bauen, Lagerfeuer. Okay. Ich möchte jetzt mein Territorium erweitern. Dazu muss ich ein Lagerfeuer hinstellen. Wo werden das? Wahrscheinlich wird das hier hinten ganz gut, oder? Dann soll ich das jetzt bitte mal bauen. Job zuweisen. Okay, um einen Kolonisten dazu zu bringen, Baujobs zu erledigen, wähle ihn aus und klicke auf das Bausymbol. Alternativ kannst du die Jobs deiner Kolonisten auch über den Kolonisten-Management-Bildschirm verwalten. What? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der Kolonisten-Management-Bildschirm ist. Das ist der Kolonisten-Management-Bildschirm. Wähle die zugewiesenen Zonen, bla 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 bla. Jobs, Kampf, Bau. So, wir sagen jetzt mal Bau.
Dann ist er jetzt wahrscheinlich zukünftig der Baumeister. Und dann wird er jetzt das... Okay, alles klar. Dann, diese Insel ist sehr reich an Ressourcen. Baue etwas Holz und Stein ab. Job zuweisen, abbauen, ernten und erzeuge Abbauaufgaben. Okay. Nee, so geht das nicht. Also gehen wir hier nochmal... Nee, nicht verkaufen. Nicht verkaufen! Gott. Abbauen und ernten, genau, okay. Dann bauen wir das hier ab. Brauchen wir bestimmt auch noch Stein. Und... Baust du das ab? Und der Baum muss auch noch dran glauben. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal einen Job zuweisen mit Abbauen und Ernten. Das heißt, erstmal hier Escape wieder drücken. Habe ich hier auf die Leute gedrückt. Jetzt zeigt er mir wieder Askan an. Dem haben wir aber jetzt schon zugewiesen, dass er so ein Bauheini ist. Dann nehmen wir mal jemand anders, nehmen wir Uta. Und, warte mal, wir nehmen einen Mann dafür. Da, Volquin. Volquin ist jetzt Abbauen und Ernten. Dafür ist jetzt er zuständig. Okay. Ich denke, so langsam kriege ich da so ein bisschen den Dreh raus. So, jetzt richte einen Brunnen ein. Baue einen Brunnen, um unsere Leute mit frischem Wasser zu versorgen. Stelle Lagerplatz, verbinde Brunnen mit Lagerplatz. Richte Lager so ein, dass es Wasser annimmt. Job zuweisen, Brunnen, okay. Das klingt interessant. Also, es könnte mich eventuell etwas fesseln. Okay, wir sollen also erstmal einen Brunnen hinbauen. Da müssen wir uns jetzt hier also irgendwo eine Zone suchen. Vielleicht, es geht ja dann irgendwie hier so eher rein. Aber wobei, die Insel ist wahrscheinlich gar nicht so groß und wir werden hier nicht allzu viel Zeit verbringen, glaube ich. Dann ist es egal. Klatschen wir das Ding einfach hier mal. Bäm. So, jetzt muss ich mal gucken. Ist Askan immer noch irgendwie der Baumeistertyp? Ja! Askan ist immer noch der Baumeistertyp. Sehr gut. Ah, das ist das Kolonistenmanagementfenster. Ah, okay. Das macht Sinn. Ich glaube, das ist so ähnlich wie... Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Eliawald spielt das immer, wo du auch so eine Kolonie aufbauen musst und so. So. Brunnen gebaut. Jetzt erstelle einen Lagerplatz. Dann guck mal doch mal. Ist das automatisierte Farm automatisiert? Wow, okay, das ist echt cool. Lagerplatz. Ich sehe ein Lagerfeuer. Hä, wo ist denn hier der Lagerplatz? Wir suchen mal. Nee, ich kann nur ein Lagerfeuer bauen. Hä? Um einen Lagerplatz anzulegen, klicke auf die Lagerplatz-Schaltfläche und ziehe einen Bereich auf dem Boden fest. Was? Es gibt eine Lagerplatz-Schaltfläche, Straßenbauwerkzeug, Lagerplatz. Ah. Ah, okay. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen... Hier. Das ist mein Lagerplatz. So. Der liegt ja ganz schön dumm rum. Oder ist es eine Sie? Nee. Doch, es ist eine Sie, Wiebke. Die haut es einfach um und dann... Das ist schön gemacht. Das gefällt mir. So. Jetzt verbinde den Brunnen mit dem Lagerplatz. Okay. Um Brunnen mit einem Lagerplatz zu verknüpfen, klicke mit der linken Maustaste auf den Brunnen und mit der rechten Maustaste auf den Lagerplatz. Die Werkstätten produzieren, bis die verknüpften Lagerplätze voll sind. Okay. Rechtsklick hier, linksklick hier drauf, rechtsklick darauf. So. Okay. Richte das Lager so ein, dass es Wasser annimmt. Keine Waren akzeptiert. Doch, komm, wir nehmen jetzt Wasser an. Job zuweisen, Brunnen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie eine arme Sau suchen. Komm, das ist was für unseren Rentner. Bernfried. Du bist jetzt der Wasserträger.
Logistik, Transport zwischen Lagern und Depots, Import und Export, okay. So, ich hoffe, dass er das jetzt macht. Ja, er macht das. Okay, super Sache. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch Platz für eine Farm. Wir müssen, glaube ich, erstmal wieder ein paar weitere Lagerfeuer bauen, damit wir da etwas mehr expandieren können. Damit wir irgendwie Platz... Ja, da hinten ist eigentlich ein guter Platz. Also, wir brauchen ein neues Lagerfeuer. Da kann ich das nicht hinbauen. Ich muss also wieder hier innerhalb der Grenzen bleiben. Dann bauen wir das Ding mal hier hin. Verbraucht das eigentlich irgendwie... Nee, okay. Dann passt das. Jetzt dachte ich nämlich, wenn das Holz verbrauchen und ständig verbrennen würde, dann wäre irgendwie diese Variante über Lagerfeuer hinzustellen. Irgendwie doof. Ich habe das Spiel jetzt irgendwie auch schon seit Erscheinen. Ich glaube, ein oder zwei Tage vorher, bevor es rauskam, habe ich den Key bekommen und ist jetzt auch schon wieder über einen Monat raus. Ich musste langsam irgendwie mal einen Plan erstellen, wie ich zukünftig aufnehme und so. Aber dazu irgendwann mal in einem Infovideo mehr oder so. So, jetzt möchte ich hier ganz gerne nochmal ein weiteres Lagerfeuer bauen. Und dann können wir da hinten anfangen, dass wir irgendwie eine Farm hinstellen. Das kriegen wir dann schon hin. Was mich aber wundert, ist, dass bei dem Lagerplatz sonst nichts hingelagert wird. Was hat er denn für so ein Problem? Der klatscht sich irgendwie gegen den Kopf. Sehe ich da, was er für ein Problem hat? Zufriedenheit 6. Naja, wenn er als Rentner noch 6 hat, ist das doch eigentlich gut. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn irgendjemand... Kommt er? Er kommt und ich glaube, er legt jetzt hier gleich los. Super Sache. So, jetzt können wir hier anfangen, dass wir irgendwie eine Farm hinstellen. Ich gehe mal später von... Ja, genau. Farm. Dann gehen wir mal hier hin. Sagen wir gleich mal 5x5. Produktion zuweisen, Erdbeerstrauch. Klicken wir mal drauf. Erdbeerstrauch. Dann müssen wir jetzt noch zwei Leuten sagen, hey, ihr seid jetzt zukünftig für die Landwirtschaft zuständig. Wer bist du denn? Du bist Askan. Ach nee, Askan war unser Handwerker, das geht nicht. Dann nehmen wir Hubert. Hubert, du bist jetzt für die Landwirtschaft zuständig. Und Wiebke, wo ist Wiebke? Wo ist Wiebke? Ah, nehmen wir Imaela. Imaela, du bist jetzt auch für die Landwirtschaft zuständig. Okay. Jetzt müssen wir einen weiteren Lagerplatz erstellen. Das ist kein Problem. Wo war der denn? Lagerplatz, genau. Das machen wir einfach mal direkt daneben. So, verbinde die Farm mit dem Lagerplatz. Ich gehe mal später davon aus. Linksklick und rechtsklick. Easy. Holzbrettproduktion. Oh ja, das können wir auf alle Fälle gut gebrauchen. Denn wir müssen ja irgendwie auch ein Hauschen bauen, ne? Das wäre natürlich gar nicht mal so dumm. Also baue eine Basiswerkstatt, das haben wir vorhin schon gesehen. Wo wollen wir die denn hinknüppeln? Ich glaube, hier hinten ist jede Menge Holz, dann machen wir die Basiswerkstatt irgendwie hier mit hin. Ich glaube, da war das, genau, Basiswerkstatt. Jetzt kann ich das da nicht hinbauen? Da ist irgendwas. So, dann lassen wir das jetzt erstmal schön produzieren. Dann werden wir einen weiteren Lagerplatz daneben bauen. Uff.
Ich hoffe, dass das erstmal ausreicht. Ich glaube, das ist so Facepalm, wenn sie irgendwie was Dummes gemacht haben. Ganz bestimmt. Oder weil sie irgendwie den Job hier nicht mögen. Die das mit Wasser versorgen müssen? Wahrscheinlich, ne? Wie sehe ich jetzt hier was? Fertig zum Bewässern. Ah, okay, ja. Also doch. Dann wäre es wahrscheinlich ganz gut, wenn wir hier irgendwie den Brunnen daneben bauen würden eigentlich. Dann könnten die direkt vom Brunnen hier hinlatschen. Oha, hier ist ja jede Menge Wasser. Svea, hier wohnen ja noch Leute. Kann ich mir das unter den Nagel reißen, indem ich hier einfach ganz, ganz krass ein Feuer hinbaue? Wo warst du nochmal? Da. Es ist fertig? Okay, keine Produktion gewählt. Wir möchten hier ganz gerne Holzblätter herstellen. So, jetzt verbinde Basiswerkstatt mit dem Lager. Dichte Lager so ein, dass es Holzbrett annimmt. Also gehen wir hier mal drauf. Dann schauen wir mal. Brot, Holzbrett. Job zuweisen, Basiswerkstatt. Das heißt, wir müssen jetzt wieder irgendein armes Schwein finden. Dass du keinen Job hast. Hier, da, die Rothaarige. Friederun. Du bist jetzt... Wie weiß ich die jetzt dazu? Warte mal. Rechtsklick. Ja, damit habe ich sie zugewiesen. Alles klar, okay. So, jetzt erweitere dein Territorium. Rekrutiere Schiffsbrüchige. Kein Problem, wir sind schon dabei. Na, ich hatte ja Embark zwischendrin mal gespielt, aber irgendwie bin ich mit Embark wegen diesem Hoch-Runter-Zeugs nicht so wirklich warm geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hier, das scheint deutlich besser zu sein. Unser Gebiet erweitert. Rekrutiert erfolgreich Thoralf und Svea. Na, wenn das mal nichts ist, dann würde ich doch glatt sagen, es läuft sehr gut. Das ganze Wasser nehmen wir jetzt wohl auch mal mit. Schön, ich hoffe, dass jetzt hier dann auch produziert wird. Was ist denn da los? Kein Kolonist zugewiesen, was? Ich habe doch hier... Was bist du denn? Hallo. Der Kolonist, ein starker Mensch. Produziert Holzbrett in Basiswerkstatt. Okay, jetzt geht's los. Okay. Hat er das dann vorhin nicht akzeptiert oder habe ich das dann einfach irgendwie falsch markiert? Das ist mal eine sehr gute Frage, ne? Also ich werde hier, glaube ich, auch nochmal ein bisschen sagen, dass hier noch ein paar Bäume weg müssen. Denn wir werden wohl noch ein bisschen Holz brauchen und hier das Ding ist umgefallen. Weg damit! Da ist ja noch einer umgefallen. Komm. Ich denke, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, ich werde das aktuell dann erstmal täglich bringen. Und dann schauen wir mal, wohin uns das führt. Also das Tutorial werde ich auf alle Fälle durchspielen. Und dann können wir uns auch
Werde ich erstmal so selbst an der Kolonie irgendwie ranwagen. Ich glaube, man kann... ich kann sogar die Geschwindigkeit schneller machen. Aber ich glaube, am Anfang ist es gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier erstmal so ein bisschen slow das alles ansehen. Wobei ich gerade jetzt zum Beispiel hier schon schneller machen könnte. Gerade ist das, denke ich, ganz okay. Ah, schaut mal. Sie läuft dann da durch mit dem Ding und gießt ab und an. Ja, sehr schön. Wieso sie allerdings die Erdbeeren hier verkloppt, das weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich mir natürlich was einfallen lassen, auch noch wegen dem Thumbnail. Ich glaube, ich werde hierfür... immer ein und dasselbe nehmen. Ich schau mal, ob ich da irgendwie ein gutes finde. Denn ich glaube, anders wäre das irgendwie ein bisschen... zu aufwendig. Ich will meinen Workflow mal etwas vereinfachen. Ja, schau mal, es regnet. Du musst gar nicht gießen. Nur mit dem Vorratszielen, da läuft es doch. So, ich würde allerdings sagen, ich bin erstmal wieder raus für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ob ihr das auch so interessant findet wie ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.